Lukas Konstantin Wurtmann ist bei mir im Studio. Wir haben das Ganze jetzt gehört und ich ziehe jetzt mal alle Fragen zurück, die ich vorbereitet hatte im Kopfe. Das, was Frau Baerbock jetzt losgelassen hat, war ja doch schon sehr bemerkenswert. Also sie sprach davon, dass jetzt dann, wenn die Situation jetzt so dasteht, wie man sie gerade erlebt, dann der Souverän wieder das Wort haben sollte, heißt Neuwahlen. Mhm. Sie sagt, wir wüssten auch, was wir täten, heißt, wir sind vorbereitet, macht euch mal gar keine Gedanken. Und wir hätten eigentlich, das hat sie vorher auch gesagt, die Sache vielleicht ein bisschen anders gemacht. Die Frage ist nur, mit wem? Wahrscheinlich mit der CDU, CSU. Ja, also strategisch gesehen ist es für die Grünen natürlich jetzt auch eine sehr komfortable Situation. Sollten die Umfragen sich dann tatsächlich auch mal in Wahlergebnisse auf Bundesebene umschlagen. Aber in der jetzigen Situation Neuwahlen anzugehen, rentiert sich für die Partei auf jeden Fall. Und dann wäre Schwarz-Grün wahrscheinlich eher möglich. Das war ja zuletzt nicht möglich gewesen. Weil man kommt ja von einer relativ niedrigen Quote und man könnte ja sich mindestens verdoppeln und hätte damit ein ganz anderes Gewicht in einer Koalition. Oder müsste es dann doch nochmal Jamaika geben? Was meinen Sie? Das kommt so ein bisschen darauf an, wie die CDU sich jetzt weiter aufstellt. Schafft die CDU es, sich ein bisschen zu stabilisieren? Kann sie Prozente dazu gewinnen? Es hängt stabilisieren innerhalb der Partei oder in was die Wahlumfragen betrifft? In den Umfragen und auf der personellen Ebene auf jeden Fall. Also die Wahlergebnisse werden nur dann oder die Umfrageergebnisse werden auch dann wieder besser, wenn die CDU ein bisschen mehr Ruhe in die Partei reinkriegt und diese Fragen um die Führung auch geklärt werden zu einem gewissen Zeitpunkt. Also Sie haben noch keinen Tipp, wer Kanzlerkandidat würde bei der CDU, CSU? Das wäre jetzt schwierig. Ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen. Sie dürften gerne, aber macht nichts. Jetzt komme ich doch zu den Fragen wieder zurück automatisch, weil die... Ja, jetzt ist die große Unsicherheit. Crashen diese beiden Neuen an der Spitze der SPD? Die eigene Partei eher oder die große Koalition eher? Was glauben Sie, oder beides? Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, tendenziell eher die Große Koalition. Wir erleben zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Mitglieder, die auch immer ein bisschen linker stehen als die Wähler der SPD, auf jeden Fall diesen Kurs von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gutieren und unterstützen. Sonst hätten sie nicht die Mehrheit bekommen. Richtig, ja. Genau. Aber wir sehen trotzdem auch, dass natürlich über 40% auch Herrn Scholz gewählt haben und Frau Geiwitz. Und da muss man halt ganz klar jetzt einen Blick drauf werfen und fragen, naja, sind es jetzt die Funktionäre, die vor allen Dingen Geiwitz, Scholz unterstützt haben und sind es vor allen Dingen die Mitglieder gewesen, die für diesen Linkskurs waren? Und daran wird sich jetzt eigentlich der Konflikt auf dem Parteitag auch entzünden, weil der Parteitag tendenziell durch Funktionäre bestellt wird. Ja, aber dann haben sich ja die Funktionäre größtenteils ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt in der letzten Woche oder in den letzten Wochen und haben sich auf die Seite von Scholz, Geiwitz geschlagen. Wie geht denn das jetzt? Also ich meine, da kommt ein neues Duo. Und sieht sich quasi einer, keine Ahnung was für eine Horde entgegen, jedenfalls eine Horde von Gegenargumenten. Oder glauben Sie, dass die SPD dann so diszipliniert ist, dass sie sagen, yo, jetzt haben wir da wieder Neues und dann dürfen die alle machen, wie sie wollen? Ich glaube, das hängt auf jeden Fall damit zusammen, wie sich Esken und Walter-Borjans aufstellen werden, ob sie wirklich aus der Großen Koalition rausgehen wollen. Und daran wird... Das haben die doch gesagt vorher. Glauben Sie das jetzt? Jetzt ist es ja so ein bisschen so ein, ja, so haben wir es nicht ganz gesagt und vielleicht müssen wir erst noch mal genau gucken. Die haben es doch gesagt, oder? Die haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall nachverhandeln. Ja, das stimmt. Aber das muss die Fraktion auch mitziehen. Also die Partei kann im Zweifelsfall viel beschließen. Wenn die Fraktion im Bundestag sagt, das gehen wir nicht mit, dann wird das ein Erdbeben wahrscheinlich auslösen in der SPD. Aber genau das muss man jetzt beobachten, weil die Fraktion ja, wie gesagt, mehrheitlich auch Scholz und Geiwitz unterstützt hat und damit auch den Kurs in der Großen Koalition zu bleiben. Man hat jetzt gerade den Haushalt verabschiedet. Der Haushalt sieht eine schwarze Null vor und hat damit eigentlich ja, gegen den Kurs gestimmt, den jetzt eigentlich Esken und Walter-Borjans einschlagen wollen. Ja, Klimaschutz, schwarze Null, Mindestlohn sind so die drei Dinge, die mir gerade noch einfallen, die in den letzten Stunden, sagen wir mal so, dann auch ventiliert wurden. Kommen die beiden damit durch, Walter-Borjans und Esken? Schwierig. Also man darf natürlich nicht vergessen, wenn die Mitglieder weglaufen, dann hat die Partei ein Problem. Und die Mitglieder haben jetzt mehrheitlich in einem demokratischen Prozess entschieden, wen sie als Vorsitzender haben wollen. Und vor allen Dingen, ich muss mal ganz kurz einhaken, entschieden, wen sie nicht haben wollen. Das auch. Olaf Scholz. Aber man hat vor allen Dingen einen Kurs gewählt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, also nicht den Kurs von Scholz. Genau, richtig. Also man hat entschieden, tendenziell nachlenken zu wollen oder sogar aus der Großen Koalition rauszugehen, weil sich die Große Koalition zumindest in Umfragen und in Wahlergebnissen nicht für die SPD ausgezahlt hat. Die Frage ist halt, inwiefern macht man das zur Verantwortungsfrage, inwiefern man eine Verantwortung auch für das Land trägt. Ach so, ja. Und die Frage genau. ist natürlich aber auch, wie, also die
steigt die SPD aus der Großen Koalition aus, gibt es durchaus Szenarien, in denen die CDU weiterhin mit einer Minderheitsregierung zumindest ein Jahr sich noch über Wasser hält. Weil der Haushalt ja schon steht und dann im Grunde genommen nur Projekte bearbeitet werden könnten. Aber müsste die SPD jetzt nicht wirklich auch raus? Und nach dieser Nummer kann man doch eigentlich gar nicht mehr anders. Also zumindest hat sie ein Problem. Saskia Esken hat vor allen Dingen ein Problem, weil Frau Esken immer wieder sich jetzt auch vor die Kameras gestellt hat und gesagt, die GroKo ist Mist und das ist nicht gut für unser Land. Das heißt, sie hat sich aber auch damit in eine argumentative Einbahnstraße selber verwickelt oder kommt da nicht so einfach raus. Herr Walter Borjans tendenziell schon eher. Lukas Konstantin Wurtmann, ist das absehbar, in absehbarer Zeit, so ein Linksbündnis von SPD, so wie sie derzeit dasteht und sich jetzt entwickelt, der Linkspartei und den Grünen? Ich würde mir eine Meinung dazu erlauben und würde sagen, nein. Das hat aber auch eher was damit zu tun, weil die AfD als Player hinzugekommen ist und im Moment zumindest für Unions- oder für FDP-Wähler die Anreize, zur SPD oder Grünen zu wandern, deutlich geringer geworden sind. Und aus der Perspektive ist es inhaltlich auf jeden Fall mit Walter Borjans und also mit Frau Esken einfacher geworden. Es ist aber schwierig, weil es müsste sich auch in Umfragen niederschlagen. Man muss jetzt abwarten, was die ersten Umfragen sagen, dann wissen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ja, dann reden wir doch jetzt nochmal über diese beiden Personen, die jetzt da gewählt worden sind. Haben Sie mit gerechnet, ganz kurz? Ehrlicherweise nein. Haben viele nicht, hatten viele auch bei anderen Abstimmungen weltweit andere Kandidaten vorne gesehen. Norbert Walter Borjans, Saskia Esken, zwei neue Namen, wie gewichtig sind sie eigentlich? Das ist die Frage, die sich daraus ergibt. Also da sie zumindest die Unterstützung der Partei Linken, eines sehr wichtigen Landesverbands, nämlich der NRW-SPD und der Jusos haben, ist das schon ein Nenner, den man jetzt auf jeden Fall mit reinnehmen muss in die Rechnung. Aber auch da muss sich halt im Zweifelsfall wieder zeigen, wie viel Macht hat die Fraktion noch, entgleitet der Fraktion auch inzwischen die Macht. Und dann wird man sehen, was tatsächlich inhaltlich umsetzbar ist. Herr Walter Borjans. Bevor wir auf die Personen noch mal ganz kurz, müssen wir doch auch noch mal nicht unerwähnt lassen. Da sind zwei Kandidaten, nicht wie bei den Grünen zum Beispiel. Dieses Modell wollte man ja gerne auch haben, dass man Männlein, Weiblein, vielleicht noch Ost und West und dann auch noch rechts, links, also jetzt mal grob dargestellt. Das ist ja dann gar nicht der Fall. Da sind ja nun zwei Parteilinke da jetzt auf der Agenda. Geht das so erfahrungsgemäß bei der SPD durch? Das ist schwierig, weil die SPD in den letzten Jahren generell nicht ganz so einfach mit ihren Parteivorsitzenden umgegangen ist. Im Vergleich zu den Grünen hat es zumindest den Vorteil, dass es auch bei den Grünen immer wieder Streitigkeiten gab, weil ein etwas eher aus dem linkeren Flügel kommender und ein oder eine aus dem eher bürgerlichen Flügel kommender die Parteispitze gestellt haben. Da kam es natürlich auch zu Reibereien. Jetzt läuft gerade gut. Aber jetzt nochmal zurück zur SPD. Da sind jetzt zwei Personen, eine Mann, eine Frau, ein Mann. Mhm. Wie viel Gewicht bringen die von sich aus auch mit? Also dadurch, dass der Landesverband NRW hinter den beiden steht, ist das viel Gewicht. Die Jusos bringen sehr viel mit Gewicht auch bei. Man muss sich halt einfach vor Augen halten. Es machen zwei Gruppen im Zweifelsfall den Straßenwahlkampf. Das sind halt eher ältere und das sind die Jusos. Personen. Ich will auf die Personen. Ja, aber genau das ist ja auch das Erpressungspotenzial, was man hat. Mhm. Man hat jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass man so auch mit unerwartet viel Vorsprung tatsächlich ja gewählt worden ist, kann man auch natürlich ganz klar sagen, es gibt eine Erwartungshaltung seitens der Basis und die Basis ist das, was wichtig ist, wenn man Wahlkämpfe gewinnen möchte. Aber diese beiden Personen, kann das Norbert Walter Borjans, kann das Saskia Esken leisten? Schwierig. Also deswegen, weil Borjans kein Parlamentarier ist und auch noch nie einen Wahlkreis gewonnen hat und deswegen auch ein Stück weit die parlamentarische Erfahrung fehlt, ihm natürlich jetzt auch die Bühne, weil er kann im Parlament nicht reden. Und bei Frau Esken ist es so. Die ist ja im Parlament. Die ist im Parlament, die hat aber vergleichsweise wenig Reden eigentlich gehalten für die Funktion, die sie jetzt ausfüllt. Da wird sich ja zeigen, ordnet sich die Fraktion jetzt neu? Das wäre jetzt eigentlich der erste logische Schritt. Aber da muss man halt gucken, inwiefern ist die Fraktion überhaupt noch selber interessiert, dass sie halt in diese Funktion auch kommt? Oder wird man jetzt argumentieren, naja, wir trennen jetzt, macht ihr die Partei, wir kümmern uns um die Fraktion. Gut, also Ihre Prognose ist mit diesem Parteitag in dieser Woche bei der SPD. Ordnet sich das Ganze oder wird es komplizierter? Ich glaube, dass man erstmal einen Prüfauftrag machen wird und sagen wird, verhandelt nach und dann muss man weitersehen. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Für heute sage ich ganz herzlich Dankeschön für Einschätzungen und Meinungen und Informationen. Dankeschön. Ich danke Ihnen.